Aber wenn ihr zuguckt, geht's nicht. Eben ging es. Ja. Ich koche innerlich. Mann! Und rasten aus! Warum gibt es nicht? Ah! Mein Gott! Moin Moin, herzlich willkommen zurück in meiner Küche fürs letzte Mal. Das wird mein allerletztes Video für dieses Jahr natürlich. Nächstes Jahr geht's natürlich weiter, aber für dieses Jahr ist es definitiv das letzte Video. Und ich habe mir was ganz Besonderes zum Abschluss dieses Jahres ausgedacht. Und zwar machen wir anlässlich, weil es ist ja Silvester, Glückskekse. Ich finde, Glückskekse sind halt zu Silvester halt mega cool. Egal, ob man jetzt Besuch bekommt oder so als kleines Geschenk für Freunde und Familie. Wenn man irgendwo zur Silvesterparty geht, hat man so ein kleines Mitbringsel. Und man kann die Sprüche, die man da reinmacht, natürlich personalisieren. So bei gekauften Glückskeksen, da nerven mich einfach die Sprüche, die sind so lame. Von daher habe ich mir so ein paar eigene Sprüche ausgedacht. Und da, man kann auch im Internet recherchieren, ob es da ganz coole Sprüche gibt. Ich habe hier zum Beispiel einen, den fand ich halt mega cool. Komm auf die dunkle Seite, wir haben Kekse. Den Spruch fand ich auch gut. Tschüss Winterspeck, hallo Frühlingsrolle. Der kommt für mich auf jeden Fall in Frage. Und auf die Rückseite habe ich immer so was ganz Persönliches draufgeschrieben, zum Beispiel alles Gute fürs neue Jahr wünschen dir Tonina und Florian. Also wie gesagt, ihr könnt die so ein bisschen personalisieren, müsst ihr halt aufpassen, welcher Spruch in welchem Keks ist und packt das halt für die Leute dann ein. Ist auf jeden Fall dann richtig witzig. Ich habe mir hier so ein paar Sprüche vorbereitet, das solltet ihr im Vorfeld halt auch machen, weil nachher geht es halt alles ganz schnell und da haben wir da keine Zeit mehr für. Das heißt, unsere Sprüche sind fertig vorbereitet. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch den Keksteig. Und dafür brauchen wir Eier, Butter, Puderzucker und Mehl. Nicht mehr. Und wir starten mit den Eiern. Von den Eiern brauchen wir nur das Eiweiß. Und ich habe sie jetzt ja komplett hier reingemacht. Das heißt, ich kann meinen Fisch wieder benutzen. Seitdem ich den habe, ich benutze ihn eigentlich nur. Nicht, weil ich es anders nicht kann, aber weil es einfach Spaß macht. Die stellen wir zur Seite, die kann ich nachher noch irgendwie anders benutzen. Und das Eiweiß wird jetzt aufgeschlagen. Das Eiweiß muss gar nicht ganz fest sein, es muss so leicht cremig aufgeschlagen werden. Und dann kommt der Puderzucker dazu. Ich mache es einmal ohne Ton. Die Butter habe ich vorher in der Mikrowelle geschmolzen und gebe sie jetzt auch dazu. Die ist auch wieder abgekühlt, weil sonst wird das Ei jetzt da drin. Und ganz zum Schluss kommt das Mehl dazu. Ich gebe erstmal nur so zwei Drittel dazu. Und wir rühren so lange, bis ein schöner, cremiger, gleichmäßiger Teig entsteht. Um es uns ein bisschen leichter zu machen, habe ich jetzt eine Untertasse. Das ist sozusagen die Schablone für unsere Glückskekse. Die ist vom Durchmesser ca. 10 cm. Ich finde es halt leichter, wenn sie ein bisschen größer sind. In den meisten Rezepten, die ich so gefunden habe, stand halt 8 cm. Ich finde 10 cm ist ein bisschen praktischer, dann lassen sie sich nachher besser falten. Von diesem Kreis zeichne ich auf dem Backpapier halt an. Ich mache jetzt 3 Stück, das reicht auch, weil die kommen gleich heiß aus dem Ofen und müssen dann gefaltet werden. Wenn man zu viele macht, das schafft man gar nicht, dann sind die nämlich schon hart und dann hat man nicht Glückskekse, sondern Glücksscheiben. Das ist dann nicht so interessant. Pro Glückskeks nehme ich jetzt so einen gehäuften Teelöffel, setze den aufs Blech und mit so einem Küchenfreund, Küchenspatel, fülle ich den Kreis jetzt ganz dünn aus. Wenn es nicht überall gleichmäßig rund ist, das ist gar nicht so das Problem. Viel wichtiger ist, darauf zu achten, dass die Glückskekse relativ gleichmäßig dick bzw. dünn sind. Je dünner die Kekse sind, umso besser lassen sie sich nachher falten. Aber Achtung, zu dünn dürfen sie auch nicht sein. So ungefähr 2 mm dick ist eigentlich perfekt. Die ersten 3 sind fertig und wandern in den Backofen. Feuer!
Vom Backofen brauchen wir jetzt gar nicht weglaufen, weil die Dinger gehen wirklich richtig, richtig schnell, weil sie sind ja auch echt dünn. Wir warten jetzt nur, bis die Ränder so ein bisschen braun werden und dann kommen sie raus und dann müssen wir richtig schnell arbeiten, weil sonst kann man die nicht mehr falten. Entweder bin ich zu langsam oder der Teig wird zu schnell hart. Ich bin jetzt zu einer anderen Methode übergegangen. Ich habe mir das Papier jetzt einfach so in 4 kleine Stücke geschnitten, streiche da drauf meine Keksform ungefähr. Und ich habe gemerkt, es ist wirklich mega wichtig, dass die wirklich gleich dick sind, weil sonst brechen sie ein. Dann ohne Gewicht auszuüben, streiche ich einfach mit dem Messer so rüber. Dann sind sie zwar nicht mehr richtig rund, aber sie sind zumindest gleich dick und das scheint viel, viel wichtiger zu sein bei den Keksen. Und jetzt backe ich sie einfach alle einzeln. Heiß. Gehe dann schnell mit dem Messer drunter. Oh, das wird jetzt wieder nichts, weil ihr zuguckt. Das hat doch eben geklappt. Dann füllen wir alles zusammen, schmeißen es in den Müll und rasten aus. Warum geht das nicht? Das nervt mich, wenn Sachen, die vorher funktioniert haben, dann auf einmal nicht funktionieren. Ich überlege gerade, ob ich beim Teig irgendwas falsch gemacht habe. Nein, habe ich nicht. Yay, so langsam habe ich mich hier tatsächlich eingegroovt und es funktioniert. Nicht, wie es in den Rezepten beschrieben ist, aber... Ich habe jetzt meinen eigenen Weg gefunden, wie ich das mache. Glückskeks ist soweit fertig. Kommt in den Ofen. Dann schneide ich mit einem Messer den Teig runter, lege das Papierchen ein, falte zur Hälfte, guck, dass die Enden alle zu sind. Und über der Schüssel mache ich dann so eine runde Form. Und jetzt muss es einfach gehalten werden. Ein bisschen Geduld. Ich habe nicht viel Geduld, aber jetzt braucht man einfach Geduld. Einen Moment halten, dass es nicht wieder sich auseinanderdreht. Und dann kommt es auf ein Gitterrost nochmal in den Ofen. Und zwar so, dass es nicht wieder auseinander gehen kann, versuche ich es hier zu verklemmen und backe es halt weiter. Und der nächste ist dran. Das sind meine ersten. Die sehen noch ziemlich scheiße aus. Und das ist jetzt der letzte, den ich gemacht habe. Ich lasse sie jetzt einfach nicht so lange backen und forme sie zusammen und schiebe sie dann einfach nochmal in den Ofen, dass sie sozusagen nachknuspern können. Aber die kann man auf jeden Fall verschenken, oder? Gute Idee, Tulina. Daumen hoch dafür. So, finally ist es vollbracht. Die ersten Glückskekse sind fertig und ich verpacke sie auch. Ich muss sagen, jetzt, wo ich den Trick raus habe, habe ich gleich Bock, noch welche zu machen. Weil zugegeben, die ersten sind ein bisschen außer der Form geraten. Aber so die letzten, die sehen ziemlich gut aus. Probieren müssen wir nochmal. Schmecken auf jeden Fall besser wie die gekauften. Viel, viel besser. 1000-mal besser. Mmh, ist richtig lecker. Und mein Zettel ist auch drin. Wie süß. Dieser Keks kann Spuren von Glück enthalten. Wie gesagt, bei den Sprüchen, da ist so eure Fantasie gefragt. Das würde mich auch mega interessieren. Schreibt mir mal bitte alle in die Kommentare, was euer Spruch auf dem Glückskeks ist. Und ich meine, hey, ihr habt noch gut einen Tag Zeit bis Silvester, 2 Tage sogar bis Neujahr. Vielleicht ist das ja noch eine Idee für euch. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig cooles, kleines
mitbringen will und schmecken tun sie dann auch noch. Ich meine, was will man mehr? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben hier, Kanal abonnieren, aufs Glöckchen drücken und dann seid ihr im nächsten Jahr hoffentlich alle wieder mit dabei und wir beenden dieses Jahr standesgemäß mit einem Knall. Boah, jetzt bin ich gespannt. Ah! Mein Gott, das soll ein Tischfeuerwerk sein. Ich sag danke und tschüss, bis nächstes Jahr. Alles Gute.